Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, wie ich gestern schon gesagt hatte, nachdem wir die Gräben sauber gemacht haben, war es ja jetzt der Plan, dass wir nochmal in die obere Zone gehen, um There's Kletten another zu exit. farmen und hier hinten nochmal Pinien zu farmen, damit wir unser Dach gebaut bekommen. Ja, und dann haben wir ja noch einiges zu tun. Also wir müssen ja noch die Mantis klatschen, wir müssen noch die Wespe machen. Ah, ist noch einiges. Hallo Spinny. So, Spinny weg. So, das heißt, wir müssen erstmal wieder rüber zu dem Stein, dass wir da hochkommen. Ja, und jetzt könnte man sagen, ja, Kletten findest du ja auch überall hier unten, aber da oben lassen die sich am besten farmen. Das heißt, wir kloppen sie erst alle um, dann kugeln die in den Graben rein und dann laufen wir den Graben durch und sammeln das ein, was wir da finden. Weil ich habe mir abgewöhnt, den Kletten hinterher zu rennen. Dann laufe ich lieber zweimal oder dreimal hier vorne in die Zone, alle 2 Tage. So kriegen wir es auch zusammen, aber es ist nicht so mühsam, den ganzen Kletten hinterher zu rennen. So. Ja, dann mal gucken. So, und dann hatte jemand gefragt, wo ich die Mant-Feuerschalen herbekommen habe. Die liegen als Rezept beim Mant, beziehungsweise in dem Räumchen beim Wendel mit drin, ne? Damals lag da in dem Regalchen das Rezept für den Kühlschrank und das haben sie jetzt geändert. Da liegt ja jetzt das Rezept für den Gong, für die Feuerschalen. Und noch so ein paar Dinge waren da dabei. Ja. So, das heißt erstmal komplett da wieder hoch. Ja, und morgen Abend ist es dann wieder soweit. Morgen Abend gibt es dann wieder einen Livestream auf unserer Multiplayer-Map. Und da bin ich auch mal gespannt, was wir da zu tun haben. Wir haben auch noch viel zu tun. Ich glaube, im letzten Stream haben wir die Stufe 3 Waffen alle fertig gemacht. Glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. So, das heißt, wir laufen jetzt einmal hier rüber. Und dann wachsen nämlich hier auf der Seite jede Menge Kletten, die wir jetzt genau einfach da in den Graben reinfeuern lassen. Ja, die fallen zum Beispiel jetzt nicht in den Graben, aber die kann man hier noch gut einsammeln. Wie viel brauchen wir? Knapp 90, ne? 94. Ja. Also können wir noch ordentlich sammeln. Das heißt, die kloppen jetzt erstmal alle um. Und dann haben wir den Glitzerkäfer. Ja, sollten wir dann auch nochmal welche farmen gehen? Damit wir unsere Waffen nochmal hochleveln können. So. Sind noch welche, dann haben wir hier drinnen noch die. Na, viele sind diesmal gar nicht runtergefallen. Echt jetzt? Junge. Jetzt rennen die schon hier oben rum. Ja, dann gehen wir mal gucken. Ja, da unten ist es doch ein bisschen was. Haben wir noch eine Laus. Oh, das sieht doch ganz gut aus da unten. Die sitzt da im Wasser.
Diese Mistviecher. Naja, Staubmilbenpelz brauchen wir ja eigentlich auch immer wieder. Von daher gar nicht mal so verkehrt. Na, 38 Kletten haben wir schon, das ist gut. Haben wir doch auch gerade mit. Drinnen liegt nichts mehr, ne? Ne, haben wir alles schon. So, mal gucken, wie viel Kletten wir noch zusammenkriegen. Ansonsten, ihr habt es ja jetzt gesehen, wir haben fast 40 Stück. Das heißt, die Runde macht man zweimal, dreimal und schon haben wir unsere Kletten alle, die wir brauchen. Sollte gut funktionieren. Hier liegt auch noch eine. So, und davon abgesehen, hier stehen ja noch einige, die wir jetzt noch runterkloppen. Die auch gleich. Jo. Ich wollte da eigentlich rüberspringen, aber dies wird so nix. Machen wir das so. Dann haben wir hier noch welche. Ja, und wie gesagt, da hinten in der oberen Zone. Das ist halt nervig, weil die rollen durch den halben Garten. Dann kann man den Kletten den ganzen Tag hinterher rennen. Und das ist nervig. Deswegen, so geht's am besten. Und wie gesagt, dann geht man halt zwei, dreimal hier hin. Alle zwei Tage, alle drei Tage. Da vorne, die kloppen uns auch noch runter. Müssen wir nur mal gucken, dass wir da wieder rüberkommen. Ja, ich glaube, ich bin doch. Haut doch einfach ab, lass mich in Ruhe. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Da müssen wir eigentlich noch die Zähne rausholen, ne? Ah, kriegen wir auch noch. Wir machen erstmal jetzt hier die ganzen Kletten. Die bleiben im Blatt liegen, auch nicht schlecht. Das heißt, jetzt runter in die Gräben. Gehen wir gerade noch hier den Kram holen. Wenn wir schon hier sind, warum nicht, ne? Gleich alles mitnehmen, was geht. Das gleiche hier nochmal. Ja. Ach, jetzt erkennt er auch mal den Handschuh. Naja. So, und wir müssen erstmal darüber. Dann gehen wir erstmal ins Blatt und sammeln den Kram daraus. Ja, jetzt wollte ich gucken, dass wir in Richtung des Rohres wiederkommen. Und dann holen wir uns da den ersten Zahn. Ja, ach, da vorne. Könnten wir einmal jetzt hier rüber. Den Zahn.
Jetzt nur die Frage, haben wir noch Bömpchen einstecken? Nee, ne? Nee. Weil dann hätte man gerade hier unten in die eine, ich sag jetzt mal Termitenhöhle gehen können. Aber gut. Kriegen wir auch so hin. Zack. Nehmen wir auch gerade mit. Bei den Puppen ist immer das Problem, ich sammle die nie ein und dann wundere ich mich, warum ich nichts auf Lager habe. So, wir laufen einmal die Runde jetzt hier hinten rum und gucken, wo noch Kletten liegen. Ja, Mistviecher auftauchen. Bis jetzt schon 77 Stück. Das ist schon ordentlich. Da kommen immer so ein Puppenleder-Dingens aus so einem Teil daraus, ey. So, Salz nehmen wir auch gerade mit, wenn wir schon hier sind. Wobei ich sagen muss, Salz ist das, was ich eigentlich so am wenigsten verlevel oder verbastel. Das ist dann immer eher die anderen Sachen. Salz ist immer so, braucht man nicht unbedingt. Nehmen wir doch auch gerade mit. So, hier haben wir den Zahn schon. Da liegt nämlich normalerweise, glaube ich, ein goldener Zahn in der Ecke. Das sieht schon soweit gut aus. Ich glaube, Kletten haben wir alle. Gehen wir mal ein Stockwerk höher. Ups. Da haben wir wieder einen Glitzerkäfer. Da liegt noch was Würziges. Das ist halt immer doof, wenn man ein Tier hat, was mit würzig Schaden kriegt, bekommt, ja. Und dann zwischendrin wechseln muss, weil noch ein anderes Tier mit einer anderen Schadensart daneben steht. So, wir gucken uns aber erstmal weiter um. Das ist die Spinnenhöhle. Ja, hier oben ist noch die Termitenhöhle. Der hat Probleme. Lass mich doch erstmal in Ruhe umgucken, du Pfosten. Genau, hier haben wir die Termiten. Und hier bräuchten wir jetzt eigentlich auch eine Bombe, um da jetzt reinzukommen. Klar, wir können es zur Hälfte schon mal erkunden. Erkundschaften. Da muss ich echt wieder Bomben herstellen. Ey. Ich dachte, ich hätte noch welche gehabt.
noch einen Punkt. Da liegt noch ein Bettchen mit Notiz. Ja, da der Zahn. Ich glaube aber, von hier ist mir nicht hochgekommen. Ich glaube, da mussten wir schon... Wir können es mal probieren, aber ich glaube es nicht. Genau, weil da kommt mir von dem einen Loch da rein. Ja. Ach. Ja, dann machen wir das halt so. Weil normalerweise kommt man hier durch. Na gut, es hat auch mal anders funktioniert. Mal ganz was anderes, ne? So, die klebrige Angelegenheit. Dann haben wir den noch. Ja, und da an den kommen wir so nicht ran, ne? Nee. Da müssen wir schon den Weg aufsprengen. Anders geht das nicht. Das wäre dann hier. Aber wir haben echt keine Bomben dabei. Jetzt nochmal gucken, ne? Dass ich mich verguckt habe. Nee, haben wir nicht. Hätte ja sein können. Ach, ich hätte nur da unten gucken müssen. Okay. Also wir müssen Bömmchen herstellen. So, auf jeden Fall. Stampede, incoming. Ja. Seid echt so nervig. Ach komm, jetzt auch noch zwei. Ihr seid echt nervig. Was haben wir denn hier? Vergrabener Schatz. Ach. Komm, dann gibt's jetzt eine Schnauze. Mal gucken, ob ich hier irgendeine Möglichkeit auf Deckung habe, aber ich glaube hier in dem Gang gar nicht. Nee, nicht wirklich. Warum nehme ich denn die Axt? Ich wollte den Hammer haben. Der macht ein bisschen mehr Schaden, seht ihr ja. Mal schnell heilen. Jetzt haben wir wieder so eine blöde Larve mit dem Spiel. Diese Mistviecher. Die Larven mag ich überhaupt nicht. Wow. Überhaupt nicht, ey. Der hängt fest. Ja, wenn der doch... Ja, klasse. Ja. Also hat sich das mit dem jetzt erstmal erledigt? Hm. Nehmen wir uns noch die Minze mit. Toll, jetzt ist der Nashornkäfer weg. Jetzt dachte ich, machen wir den mal schnell platt. Oh Mann, das müssen die auch unbedingt patchen, ey. There's another aphid. Ja, komm her. So, ich glaube aber hier müssten wir jetzt alles an Kletten gesammelt haben. Also könnten wir jetzt erstmal wieder Richtung Heimat, ja, weil Inventar fast voll. Wir haben schon wieder das Amulett bekommen, na super. Wieder leer machen und dann müssen wir Pinien besorgen. Da sind nochmal Kletten, aber wegen den drei Stück nochmal in den Graben ist auch Blödsinn. Da gehen wir jetzt irgendwo auf dem Rückweg. Wie viel haben wir denn eigentlich? 70, 80, 86... 86 und 94 brauchen wir. Also noch 8 Stück.
Die holen wir uns jetzt auf dem Rückweg, beziehungsweise schon fast daheim. An der Eiche sind sie ja auch. Ja, laufen wir heim. Ich glaube, das macht Sinn. Und hier sollte ich mir so langsam mal eine Seilbahn hinbauen, dass wir nicht mehr jedes Mal den riesen Weg laufen müssen. Aber dazu müssen wir uns erstmal einen etwas höher gelegenen Ort bauen. Ja, ich hätte halt gern erst das Dach zu, weil dann können wir uns konzentrieren auf die Eiche. Ist blöd, wenn man 100 Baustellen hat. So, und dann müssten wir nochmal zu den Ameisen, um nochmal ein paar Bomben herzustellen. Wäre zumindest nicht verkehrt. So, komm, jetzt gehen wir hier runter. Und einmal darüber. So, das heißt, im nächsten Run brauchen wir unbedingt Pinien. Dann haben wir das Dach fertig und dann will ich als nächsten Schritt gucken, dass wir irgendwie schon mal die ersten Seilbahnen bekommen. Dass das Hin- und Hergelatsche da so langsam ein Ende kriegt. Ja, wir gehen erstmal schlafen. Einen rumgehopse. Wenn man überlegt, mit der Baufliege geht es dann wieder so easy alles bauen. Hätten wir jetzt die Baufliege, da hätten wir schon längst die Eiche hochgebaut. Weil es ja so einfach geht. So, den Rest erstmal einsortieren. Ja, es ist der Hammer. Klettern. Das Brutzelamulett haben wir ja schon. Ja, also machen wir hier Müll. Und hier Müll. Und hier Müll. Dann haben wir noch zwei Glitzerkäfer. Die nehmen wir natürlich auch noch mit in die Kiste. Und dann sieht es schon mal wieder soweit gut aus. Sehr schön. Das heißt, wir hatten ja gesagt, wir werden uns die letzten 10 Kletten hier noch holen. Das machen wir jetzt auch. Armoring up.
6. Da haben wir Nummer 7. Ich glaube, 8 Stück brauchen wir. Ach, guck doch mal. Das müsste dann eigentlich so reichen, ne? Ach, was bin ich froh, wenn wir es endlich eine ordentliche große Base haben. Das ist hier so, ich weiß nicht, ne? So, das heißt, nochmal gucken. 85 Pinien und 53 Kletten. 53 Kletten. Wir haben jetzt 53 Kletten. Passt ganz genau. Das passt ganz genau. Hydration is the key to performance. Das heißt, dann müssen wir Pinien farmen. So, aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder bei 27 Minuten angekommen. So richtig Pinien farmen können wir jetzt hier nicht. Ich würde aber jetzt schon hochlaufen bis an die Terrasse. Weil da kann ich mich dann auch in Ruhe ausloggen. Dass wir dann da morgen weitermachen. Genau. Dann sparen wir uns schon mal den Weg in der Folge. Dann können wir morgen Pinien holen, können das Dach fertigstellen und können uns mal so einen groben Plan machen, was wir dann weiterhin macht. Also sinnvoll wäre vielleicht erstmal eine kleine Plattform für Seilbahnen zu machen, dass man überhaupt sich ein bisschen besser jetzt bewegen kann. Ihr seht ja jedes Mal das Hin- und Hergerenne. Also zumindest wichtig wäre schon mal eine Seilbahn in die obere Zone, dass man sich das wieder spart. Genau. Also ich würde sagen, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen in der nächsten Folge. Wie gesagt, dann geht es da oben weiter beim Pinion Farm. Und dann morgen Abend 18 Uhr ist dann wieder unser Livestream im Multiplayer. Genau, dann geht es da auch wieder weiter. Also, bis denn und tschüss.